letzten drei Sitzungen haben wir leider jedes Mal keine schlüssigen Antworten bekommen, Halbwahrheiten. Insgesamt kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass auch gehörig vernebelt wurde. Und jetzt hoffen wir nun heute auf die vielen Fragen, die dazugekommen sind, Antworten zu finden. Eine ganze Reihe von Fragen, die in der Presse aufgetaucht sind, aber auch zahlreiche Fragen, die aufgrund unserer kleinen Anfrage von vor zwei Wochen aufgetaucht sind, gilt es heute hier zu beantworten. Der Innenausschuss, insbesondere meine Fraktion, will einfach verstehen, ich sage das ohne jeden Schaum vor dem Mund, was in diesem Fall passiert ist, wie diese Geschichte abgelaufen ist, wie sich die zeitlichen Abläufe erklären. Und bisher ist das uns nicht schlüssig dargelegt worden. Und insofern werden sich darauf hier unsere Fragen konzentrieren. Eine der Kernfragen bleibt, warum das BKA als Behörde, die im Grunde nur für die Verteilung dieser Akten zuständig war, über zwei Jahre gebraucht hat, bis diese 800 Fälle abgeschlossen waren beim BKA. Das ist immer noch nicht schlüssig erklärt worden. Auch nach der letzten Innenausschusssitzung, hatte ich hier auch gesagt, ist nicht deutlich geworden, warum die Grobsichtung, nachdem der BKA-Beamte Karl-Heinz D. gefunden wurde, unterbrochen wurde, wer das genau angesagt hat in der Behörde, die Beamtin angewiesen hat, das zu tun, wie lange genau das gedauert hat, dass diese Grobsichtung unterbrochen wurde. Insofern sind auch hinsichtlich der zeitlichen Abläufe eine ganze Reihe von Fragen noch im Raum. Im Hinblick auf den BKA-Beamten fragen wir uns natürlich, wie eigentlich innerhalb des BKAs vorgegangen wurde, als in diesem relevanten Straffeld Kinderpornografie eben ein eigener hochrangiger Beamter in den Verdacht geriet, wie dort genau ermittelt wurde und wie genau mit dem Beamten umgegangen wurde aus beamtenrechtlicher Sicht, also wie die Beurlaubung, wenn es die in der Form gegeben hat, genau abgelaufen ist. Das sind alles Fragen, die sich uns stellen. Auch im Hinblick darauf hat dieser Beamte eventuell Informationen weitergegeben oder zumindest versucht, auch er muss ja mitbekommen haben, dass gegen dieses Unternehmen in Kanada ermittelt wird, wo er selbst persönlich unter Klarnamen Bestellungen gemacht hat. Hat er versucht, innerhalb der Behörde diesbezüglich etwas herauszufinden? Hatte er Zugriff auf diese Akten? Wie ist das genau gelaufen? Das sind einige der vielen Fragen, die wir für heute hier haben. Wir hoffen, dass wir jedenfalls heute vollständige, wahrheitsgemäße Auskunft erhalten und dass es nicht wieder vorkommt, dass wir es nach dem Ende der Sitzungen wichtige neue Informationen über die Presse erfahren. Im Moment ist der Stand wie folgt. Die Ermittlerinnen und Ermittler, die in dem Komplex Kinderpornografie ermittelt haben, wollen nicht gewusst haben, dass es sich bei Herrn Edati um einen Bundestagsabgeordneten gehandelt hat. Diejenigen, die den Komplex vermeintlicher Sprengstoffanschlag China-Böller im Briefkasten des Abgeordneten Edati bearbeitet haben, wollen zwar den Treffer Erwerb und Besitz von Kinderpornografie gesehen haben, aber sie wollen diesem Komplex überhaupt keine Bedeutung beigemessen haben. Weder das eine noch das andere ist überzeugend, das ist nicht schlüssig. Man kann das auch anders formulieren. Mit der Grobauswertung wurde Anfang Januar 2012 begonnen. Sie wurde abgebrochen in dem Moment, als man einen leitenden BKA-Beamten als Täter enttarnt hatte. Dann gab es ein Gespräch zwischen Herrn Oppermann und Herrn Zierke. Herr Oppermann hat nichts gefragt und Herr Zierke hat nichts gesagt. Die Ermittler im Komplex Kinderpornografie wussten nicht, dass Herr Edati MdB ist, und die Ermittler in dem Sprengstoffkomplex haben dem Komplex Kinderpornografie keine Bedeutung beigemessen. Jeder einzelne Punkt ist theoretisch möglich. Alle vier Punkte in einem einzigen Tatkomplex, das wundert uns partei- und fraktionsübergreifend sehr.
ich bin da schon wirklich sehr irritiert drüber. Wir haben auch als Oppositionsinnenpolitiker, glaube ich, sehr behutsam, sehr sachlich bei diesen ganzen Vorgängen agiert, viele Chancen eingeräumt. Und es ist nun mal die zuvörderste Aufgabe von uns Innenpolitikern, auch das BKA zu kontrollieren. Und deswegen ein fünftes Mal sowas dann durchzuziehen, ich finde, das geht nicht mehr. Und deswegen ist heute wirklich, glaube ich, die letzte Chance, dass wirklich jetzt hier umfänglich mit allen Ausräumen von Widersprüchen hier heute auf den Tisch zu legen. Dass das BKA irgendetwas vertuscht hat und wenn ja, warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich finde es nur sehr merkwürdig, dass wir hier mittlerweile nur noch mit dieser Frage im Innenausschuss beschäftigt sind und dann kurz vorher über fleißige Journalisten wieder was Neues rauskommt oder jetzt auf eine kleine Anfrage der Grünen sich neue Fragen auftun. Also jetzt so langsam ist es wirklich genug. Und deswegen finde ich, muss das heute hier wirklich vollumfänglich aufgeklärt werden, alle Widersprüche erklärt werden und natürlich auch nochmal erklärt werden, warum das hier nur scheibchenweise eigentlich gemacht wird und wir hier ständig im Innenausschuss nur noch mit dieser Frage beschäftigt sind. Und wenn weitere offene Fragen bleiben, heißt das Untersuchungsausschuss? Na, das werden wir abschließend in dieser Woche in Absprache mit den Grünen entscheiden, was wir dann weitermachen.